Ich sollte wohl ganz vorn anfangen. Ich heiße Sly, Sly Cooper. Und ich bin ein Dieb aus einer langen Reihe von Dieben. Diebstahl ist unsere Familientradition und die Geschäfte liefen gut. Obwohl ich bis vor kurzem im Ruhestand war und Maske und Stab an den Haken gehängt hatte. Ich genoss das Leben auf der anderen Seite des Gesetzes. Zusammen mit einer bezaubernden Interpol-Agentin namens Carmelita Fox. Wir hatten eine lange gemeinsame Vorgeschichte, in der sie meistens versucht hatte, mich hinter Gitter zu bringen. Aber unsere derzeitige Situation war nur möglich, weil sie glaubte, ich leide an Gedächtnisverlust. Was nicht stimmte. Es war toll, die Gegenwart des anderen ohne Schockpistole zu genießen. Und wir ließen die Vergangenheit schnell hinter uns. Aber irgendwann juckte es wieder in den Fingern. Und ich wusste, dass ich einen Coup landen musste. Dabei sollte ich erwähnen, dass ich als Meisterdieb nur andere Diebe bestehle. Also dauerte es eine Weile, bis ich fand, wonach ich suchte. Mein Ziel war ein neureicher Kunstmäzen, ein erstklassiger Sammler. Er wirkte seriös und hatte ein neues Museum eröffnet, aber ich konnte riechen, dass da was faul war. Verlässlichen Quellen zufolge handelte er mit wertvollen Schwarzmarktantiquitäten, also fand ich, er sollte seinen Reichtum teilen. Ich tüftelte gerade einen Plan aus, als eines Nachts wie gerufen Bentley auftauchte. Bentley ist der Kopf unserer Bande, das Superhirn. Wir sind im selben Waisenhaus aufgewachsen, wo wir zusammen Kekse klauten. Unser erster Raubzug. Und seither sind wir beste Freunde und Partner. Ich hatte ihn seit Monaten nicht gesehen und wusste sofort, dass etwas los war. Auch Bentley hatte seine Auszeit genossen und zusammen mit seiner Technikfreundin Penelope ein neues Labor aus dem Boden gestampft. Sie war bei unserer letzten Gaunerei zu uns gestoßen und die beiden hatten sich verknallt. Offenbar war sie gerade mit einem Geheimprojekt fertig geworden, als Penelope plötzlich verschwunden war. Bentley war krank vor Sorge. Er suchte verzweifelt, aber ohne Erfolg. Dann fiel ihm etwas auf, das ihn total schockierte. In seiner Freizeit erforschte Bentley das Buch des Meisterdiebs der Cooper-Familie, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde und dessen Seiten voll von Meisterleistungen und Geheimtechniken meiner geschätzten Vorfahren waren. Bloß waren die Seiten jetzt nicht mehr so voll. Sie lösten sich förmlich vor Bentleys Augen auf. Als ihm klar wurde, dass keine Zeit zu verlieren war, nahm er seine Sachen und machte sich auf nach Paris. Als erstes ging Bentley zu Murray, dem dritten in unserem Trio. Murray war unser Vollstrecker, unser Muskelmann und derjenige, der all die Kekse verdrückt hatte, die wir im Waisenhaus geklaut hatten. Im Laufe der Jahre waren wir drei ein unschlagbares Team geworden und eher eine Familie als eine Bande. Murray hatte seinen Traum als Rennfahrer verwirklicht und sein Van war inzwischen berühmt oder vielmehr berüchtigt wegen all der Unfälle, die er verursachte. Schließlich fand er wegen seiner immensen Versicherungssummen keinen Sponsor mehr und wechselte zum Stockcar-Rennen, wo er weiterhin unbesiegt blieb. Aber als Bentley bei ihm auftauchte, ließ Murray alles stehen, um ihm zu helfen. Besonders als Bentley ihm erklärte, dass sein Van das wichtigste Element des ganzen Plans war. Carmelita war von einem neuen Auftrag abgelenkt. So konnte ich mich in unserem alten Pariser Unterschlupf mit den Jungs treffen. Bentley begann eine seiner tollen Vorführungen und ich erkannte das ganze erschreckende Bild. Jemand oder etwas war dabei, die Cooper-Geschichte buchstäblich auszulöschen. Und laut Bentley konnten wir ihn nur aufhalten, indem wir, richtig geraten, auf Zeitreise gingen. Offenbar war sein Geheimprojekt eine Zeitmaschine. Und jetzt hatte er sie in Murrays Van eingebaut. Wir würden in der Zeit zurückreisen, die Verantwortlichen aufhalten und den Schaden reparieren, den sie angerichtet hatten. Der Haken an der Sache war Bentley zufolge, dass wir, um in eine bestimmte Zeit zu reisen, ein Objekt aus dieser Zeit brauchten. Aus den Änderungen des Buchs des Meisterdiebs kannten wir unser erstes Ziel, das feudale Japan.
Da waren wir nun und wollten einen unschätzbaren Samurai-Dolch aus dem 17. Jahrhundert aus demselben Museum stehlen, das ich aus Baldowat hatte. Wie sich doch manchmal alles zusammenfügt. Und ich werde probieren, alles auf 100% zu machen. Ich habe schon gesehen, Masken und sowas gibt's. Und so haben Schätze und Tresoren. Okay, ihr kennt doch den Plan noch, oder? Natürlich! Mein Hirn ist eine stählerne Kralle! Es heißt Falle, Großer. Und entspannt euch doch. Wir sind das schon so oft durchgegangen. Was soll schon schiefgehen? Berühmte letzte Worte! Pass auf! Wir haben nur einen Versuch dafür, also dürfen wir nicht patzen! Okay, keine Patzer erlaubt. Jetzt macht ihr keinen Kopf. Das wird das reinste Kinderspiel. Ich sehe euch dann drin. Und jetzt los! Ich will schon den Befall machen. Und gleich geht's weiter. So. Okay. Die muss immer zurück. Den ganzen Münzen. Und ich will mal schauen, wie viel, was ich machen tue und was ich immer wieder mache. 100%. Ah, vielleicht werde ich auch was 100% das Spiel machen. So, das weiß ich noch. So lege ich meine besten Moves hin. Halt die Hubschrauber gleich. Wenn sie dich jetzt sehen, sind sie erledigt. Ich glaube, das schaffe ich. Das hat sie das meiste verhindert, ja. Es ist Laufen und so. Es gibt sogar eine Karte, leck mich. Cool. Zum Glück ist es erstmal das Intro-Level, weil dann werden wir vielleicht immer alle Hinweise und sowas suchen. Oh, lass mal schauen, wo sie überhaupt mitnehmen kann. Ah, nur die Taste. Das ist super. Weil das wird zum Uhr-Menü. Ah, ich muss schauen. Also, ui! Weißt du, wegen den Münzen, ne? Lieber Sly. Hm.
Die Kameraführung ist schon mal nicht mehr gut. Bei Slide 3 konnte ich leider nicht alle Hinweise machen. Ja, doch, kann jetzt so Hinweise, so Aufgaben. Ich habe das meiste also gemacht hin und dann noch. Also die 100% sind schon voll. Wenn es extra Münzen gibt, bin ich einmal dabei. Die Sprache sind gar nicht mehr so gut. Die können jetzt auch. Nice. Ohne Feuern geht, ne? Da war One Hit, okay. Mich auch an. Der Sprint macht mir ein bisschen Spaß. Oder so und da. Also die Bewegung. Ja. Schritt für Schritt. Wieder dazugelernen, sozusagen zu lernen. Das macht einem nur immer Spaß. Gehen wir heute weiter. Ich werde mal probieren, die Stimme auf ein bisschen deutlicher zu machen. Wir sind also 100% auf Kanone. Ist ja ein bisschen deutlich. Dann halt nicht. Dann halt nicht, Sly. Ah, jetzt wieder. So. Einfach mal locker easy oder summen. Warum hab ich den Münz vergessen? Fuck. Was ist denn da hin? Ah! Das ist ein bisschen geheim oder was? Ach so! 60 Stück gibt's. Okay. Wie sieht denn Karte? Super! Wie sieht die Karte? Fuck. Ich will es ans Wissen. Wie ist er denn noch? Jawohl, man hat es. Zu sicher mal alle. Ich nehme immer gerne Münzen mit. Was nie. Wollen wir wieder eine brauchen. Scheinwerfer. Hopp. Das
gell? Wenn so reden sie irgendwie. Wenn jemand sich im Auto nimmt, mit. Jetzt eine Visitenkarte dabei noch. Passt da. Oder ein Kostüm im Vermögen haben wir uns wieder zurück. Ich habe das Gefühl, in jedem Level gibt es eins. Und 60 Sand insgesamt. Also bei den Level. Wait. Sozusagen. Sand. Es ist einfacher. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr viele Schurken wieder. Das ist nichts mehr. Was machen? Nein, 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 okay. Es geht auch. Okay. Turbo-Schildkröte. Nice. Sind noch nicht Zeit, dass dann fünf Anno machen, fünften Teil. Das ist super. Ich glaube sogar kein Sly Cooper Teil. Hey! Das braucht man. Von 2 wurden 6. Wo sind nur meine Gummihandschuhe? Zu Hause bestimmt, ne? Ah, da kann ich. Karte gibt's auch. Okay. Werden wir mal bei den Levels mal schauen. Wie und wo es. Und wo die ganzen Schätze und sowas sind. Versteckt sind. Wie wir mehr brauchen. Die Drohne ist auch cool. Komm, rein da.
eine Sekunde. Nichts überlasse ich Sly die Kanalisation. Na komm. Mich verarschen? Bentley? Danke. Käse? Katsching. Oh. Und jetzt ein patentierter Bentley-Hacker-Angriff. Ja, der erste Part in der Map ist ein Ding. Ist also schon gut. Masken, Trophäen, haben wir auch eins. Hallo, alter Freund. Wir müssen das Hauptandocktor erreichen, bevor der Sicherheitscode uns aus dem System wirft. Mit dem linken Stick wird das Schiff gesteuert. Rechten geschossen. Mit dem rechten Stick wird die Bitkanone gesteuert. Bitkanone boostet die Firewall weg. Bitkanone läuft perfekt. Gleichzeitig schießen und bewegen. Der Datenschutz ist ja klar. So, irgendwo muss es hier eine Sperre dazu geben. Und da geht's. Verdammt! Die Firewall ist verstärkt und zu stark für die Mech-Kanone. So. Über diesen Upgrade-Platz kann ich meinen Panzercode aktivieren. Oh ja! Yeah. Jetzt kommen die schweren Geschütze, Baby. Die Gigabombe knackt die Firewall. Perfekt. Abwehrdrohne! Ausweichen oder abschießen! Die Datenschlüssel kriege ich nur mit meinem Shellcode. Ich sollte zurückwechseln. Für die Sperre braucht man einen Datenschlüssel. Mann, hat er jetzt kurz mich schon. Okay. Fertig? Jawohl. Hack abgeschlossen. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Flaschen gibt's dann. Schätze gibt's. Safes gibt's. Masken und Trophäen. Die Ladezeit wird ein bisschen länger. Und schon okay. Zerfällt das ganze Codesystem. Wie? Er muss geputzt. Okay, Murray, du musst wieder kampfbereit werden. Hör dich doch mit ein paar einfachen Angriffen auf. Drücke die Quadrattaste zum Start. Oh ja! Mein Muskelgedächtnis erwacht langsam wieder! Drücke und schalte die Dreieckstaste zum Aufladen. Und lass sie los für einen Drehangriff. Ja! Niemand hält ihn stand! Den pinken Tornado! Sonst sollte ich mir vier Tasten, okay? Du Arschloch! Jetzt kommt der Donauflop. Putz. Darauf gibt es jetzt noch angezeigt, wie viele Schätze, wie viele Münzen und so. Ihr wisst nicht, wann man aufhört! Das ist doch was Tolles dabei. Nein, nicht.
So. Wenn es laufen, macht es mal wenigstens Spaß. Jetzt nur für das Bild. Der nächste Part auch nicht, also den nächsten. Den einen wieder löst schon aus meiner Aufnahme. Ja dann. Aber. Ob das so wieder mehr Parts. Dann können wir wieder mehr Parts aufnehmen. Perfekt. Ah, Münzen. Yes. Das war toll! Ist alles okay, Marie? Jetzt, ja! Marie, vergiss nicht, dass du auch werfen kannst. Mit der Kreistaste stampfst du neben einem Objekt auf und gibst zu. Damit kannst du es mit der Quadrattaste werfen. Drückst du stattdessen die Dreiecktaste, schmetterst du das Objekt auf den Boden. Ah, jetzt kann man nur schmettern, aber ja, erstmal die Münzen. So schön hast. Junge, verarschst du mich jetzt? Dahin. Ja, auf Dreieck ist das okay. Ich muss die Kabelkästen platt machen. So. Okay, Sly. Das Sicherheitssystem ist ausgeschaltet. Du hast freie Bahn. Freie Fahrt mit Marzipan. Ex-Freundin. Hey, Carmelita, dass wir uns hier treffen. Sly Cooper, du verlogener Dieb. Ich sperre dich endgültig weg. Sorry, ich kann gerade nicht. Ich rufe an. Cooper! Guten Abend, hier ist Sly Cooper. Ja, bitte mit Fahrgelegenheit. Okay, also weg, lang, link kann ich nicht. Ja, durch die Zeit. Und herzlich willkommen. Ja, was kann
ich noch über Carmelita sagen? Wie man sieht, war unsere Beziehung kompliziert. Und ich hatte sie gerade auf gefährlich hochgestuft. Ich hätte nicht gedacht, dass sie unsere Party sprengt. Sie war so mit ihrem letzten Fall beschäftigt, dass ich nie erwartet hätte, dass sie mich im Auge hat. Da war ich mir sicher. Aber ich hätte es besser wissen müssen, statt Inspektor Carmelita Fox zu unterschätzen. So gern sie sich auch amüsierte, ihre Polizeiarbeit nahm sie sehr ernst. Und jetzt hatte ich ihr einiges zu erklären. Aber unser Plan stand und es gab kein Zurück mehr. Trotzdem dachte ich, dass ich mit der Zeitmaschine die Sache mit Carmelita wieder ins Lot bringen könnte. Bevor wir aufbrachen, hatten wir unseren alten Disco- und Taucherfreund Dimitrius Toe gebeten, das Buch des Meisterdiebs zu bewachen. Da es unersetzbar und unsere einzige Anleitung war, war es viel zu gefährlich, das Buch mit auf die Zeitreise zu nehmen. Bentley hatte sogar ein Kommunikationsgerät erfunden, mit dem wir Dimitri kontaktieren konnten. Egal von wo aus oder wann. Es war perfekt, denn es erlaubte ihm, uns über alle Änderungen am Buch auf dem Laufenden zu halten, ohne dass wir ständig seinen Modetipps ausgesetzt waren. Alles geschah so schnell und die vergangenen paar Tage waren wie ein Windstoß. Aber als wir durch den Zeitstrudel jagten, wurde mir klar, dass wir auf eine sehr lange Reise gehen. Ich freue mich schon aufs Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Wenn jetzt noch eine Sequenz kommt, dann ja. Passt. Okay. Wir mussten Ryuichi Cooper finden. Meister Ninja. Und Meister Koch. Der Geschichte des Cooper-Clans zufolge hatte Ryuichi Cooper das Sushi erfunden. Als er diese Delikatesse kreiert hatte, eröffnete er ein Sushi-Restaurant, das sehr erfolgreich, gleichzeitig aber die perfekte Tarnung für einen Ninja war. Als wir in Japan eintrafen, war klar, dass etwas nicht stimmte. Was eigentlich ein friedliches Dorf sein sollte, glich eher einer Militärbasis. Wir gingen auf die Suche nach Ryuichis Sushi-Restaurant, fanden es aber geschlossen und bewacht. Es wurde noch schlimmer, als Bentley herausfand, dass Ryuichi in einem neuen Hochsicherheitsgefängnis saß, weil er dem Shogun angeblich verdorbenes Sushi serviert hatte. Die ganze Geschichte stand zum Himmel. Wir mussten der Sache auf den Grund gehen und als allererstes Ryuichi aus dem Gefängnis holen. Sei gut. Und der Game. Jetzt ist es wenigstens übersetzt. Komm her. Komm schon her. Zack, zack. Schon gekauft. Fertig. Online-Shopping. Bis zum nächsten Part.